Die Leute wollen, die Leute haben Bock, die Leute wollen feiern. Währenddessen du halt für eine Droge dann 15 Euro zahlst für so ein Medikament 3 Euro. Darum geht's den Leuten. Preis-Leistung. Günstig, dafür viel Wirkung. Schmerzmittel. Viele Menschen nehmen Opioide. Man ist wie auf Wolken, sondern wie in Watte eingepackt. Die große Gefahr. Sucht. Und dann bin ich aber meistens schon hingegangen und habe gesagt, Herr Doktor, ich brauche mehr. Seit Mitte der 90er steigen die Opioidverordnungen an. Der Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland zwischenzeitlich sogar höher als in den USA. Das Geschäft mit dem Schmerz, ein Milliardenbusiness weltweit. Do you know how much the Sackler family has made off the sale of OxyContin? I don't know. Die Sacklers. 2015 unter den Top 20 der reichsten US-Familien. Geschätztes Vermögen? Rund 14 Milliarden Euro. Viele US-Amerikaner machen sie für die Opioid-Krise im Land verantwortlich. Millionen Abhängige, Hunderttausende Tote in den USA. Bis heute streitet die Familie Sackler alle Vorwürfe ab. There is nothing that I can find that I would have done differently based on what I believed and understood then. Was kaum einer weiß, die Geschäfte der Sacklers reichen bis nach Deutschland. Die Firma Mundi Pharma machte Millionenprofite mit dem Wirkstoff Oxycodon, einem Opioid. Frontal. Süchtig auf Rezept? Bezirkskrankenhaus Lohr. Hier befindet sich eine der größten Psychiatrien in Bayern. Professor Dominikus Bönsch ist ärztlicher Direktor. Er führt uns auf die Suchtstation. Zwei junge Männer sprechen uns an. Sie wollen uns etwas zeigen. Also hier bei dem Arzt hier, ich bin zu ihm gegangen, habe gesagt, dass ich Rückenschmerzen habe. Der Arzt ist dafür bekannt, dass er das macht. Also in der letzten Zeit habe ich alle 50 Tage 180 Milligramm Oxycodon bekommen. Jetzt bist du mit 20 Jahren in der Substitution. Also ja, und ich bin abhängig, seit ich 14 bin, ja. Bei verschiedenen Ärzten haben sie sich Opioide wie Oxycodon ganz legal verschreiben lassen. Medikamentenmissbrauch kann tödlich enden. Einem Kumpel, der auch hier in Station ist, und mit einem anderen Kumpel sind wir zwei der wenigen Überlebenden aus unserem Freundeskreis. Ich habe im Dezember meinen besten Freund tot aufgefunden. Also rest in peace. Mit Anfang 20 bereits in einem Substitutionsprogramm. Bönsch sieht täglich, wie schwierig es für die Patienten ist, von Opioiden loszukommen. Die Gefahr werde oft unterschätzt. Sucht, ein mächtiger Gegner. Aufbewahrt werden die Medikamente hier. Ein großes Schloss und ein großer Vorrat. Da sind natürlich alle Medikamente drin, die wir brauchen. Was ist der Unterschied zwischen Heroin und Oxycodon? Alles daran ist eigentlich völlig identisch. Da gibt es keinen echten Unterschied. Nur Wirkdauer und Nebenwirkungen würden sich minimal unterscheiden. Opioidmedikamente sind vor allem gedacht für Menschen, die im Sterben liegen oder an Krebs erkrankt sind. Doch Ärzte können auch bei chronischen Schmerzen Opioide verordnen. Dazu sollen sie sich an der sogenannten LONS-Leitlinie orientieren. Für Professor Bönsch werden Opioide in Deutschland zu leichtfertig verschrieben. Dieses Verordnen von Opiaten bei Rückenschmerzen, Arthrosebeschwerden und so weiter hat sicher zugenommen. Und damit natürlich dann auch die Fälle von Abhängigkeit, die sich daraus entwickeln. Ganz klar. Wir wollen wissen, sind wir auf dem Weg in eine Opioidkrise? Gemeinsam mit einem internationalen Journalistenteam begeben wir uns auf Spurensuche. Mit dabei der Spiegel und Medizinjournalisten der Rechercheplattform The Examination. Wien. Hier findet die UN-Drogenkonferenz statt. Wir treffen Andrew Kolodny, einen der wichtigsten Experten für die Opioidkrise in den USA. Er präsentiert Zahlen. In Europa werden immer mehr opioidhaltige Medikamente verordnet, ganz legal. With the sharp increase in opioid prescribing and consumption affecting Europe, affecting Germany, we know that's resulting in people becoming addicted. We know it's leading to a loss of life. It's causing a public health crisis. And if that trend continues, other countries, including Germany, will follow fully in the footsteps of the US. Er ist überzeugt,
Über die Gefahr legaler Opioidmedikamente werde viel zu wenig geredet. Für ihn endete dieser Umstand in einer Katastrophe. Wir treffen einen jungen Mann, wir nennen ihn Lukas. Im November 2020 konsumierte er mit einem Freund ein Opioid-Schmerzmittel mit dem Wirkstoff Oxycodon. Sie wollten high sein, doch das geriet außer Kontrolle. Und dann bin ich halt eingeschlafen und irgendwann habe ich halt abends, nachts gemerkt, so, ist keiner da. Ja, und dann habe ich die Tür aufgemacht und da lag er da schon. Lukas, damals 21, findet seinen 16-jährigen Freund vor seiner Wohnungstür leblos zusammengebrochen. Mit einer Überdosis. 2 Tage später stirbt der Freund im Krankenhaus an den Folgen. Ich habe erst nur gedacht, das ist ein Spiel. Ich dachte, er schläft. Der muss wohl, denke ich mal, kurz bevor er meine Tür erreicht hat, muss er wohl abgenippelt sein. Die beiden gehören damals zu einem Freundeskreis, der oft Medikamente konsumiert. Darunter auch das Opioid Oxycodon. Das Schmerzmittel fällt unter das Betäubungsmittelgesetz, wird eigentlich nur auf spezielles Rezept verordnet. Wie kann es sein, dass der Zugang zu solch starken Schmerzmitteln offenbar so einfach ist? Wie gefährlich sind Opioide wirklich und wer verdient daran? In den USA führten massive Verschreibungen zu einer katastrophalen Opioidkrise. Die Familie Sackler und ihr Unternehmen Purdue Pharma, nach Ansicht vieler Amerikaner, sind sie mitverantwortlich an der verheerenden Opioidkrise in den USA. Millionen wurden abhängig, Hunderttausende starben. Der Aufschrei und die Wut sind groß. Der Vorwurf? Der Sackler-Konzern Purdue Pharma soll bei der Vermarktung von Oxycodon-Medikamenten skrupellos vorgegangen sein. Tausende Klagen sind bei US-Gerichten anhängig. Die US-Kongressabgeordnete Rashida Tlaib spricht aus, was viele US-Bürger denken. If suddenly Mr. Sackler in my district was caught flooding, my district with opioids, we know damn well that he would be tried and locked up. He would be thrown into jail. Die Öffentlichkeit macht seit Jahren Druck. Die Sacklers sollten mehrere Milliarden Dollar zahlen. Die sollen den US-Opfern der Opioid-Krise zugutekommen. Familie Sackler versichert, stets gesetzeskonform und ethisch korrekt gehandelt zu haben. Sie beteuern in Statements ihr tiefes Mitgefühl für die Opfer der Opioid-Krise. Eine persönliche Verantwortung sehen sie nicht. There is nothing that I can find that I would have done differently based on what I believed and understood then. Purdue Pharma und die Sacklers. Gerichtsverfahren und interne Dokumente vermitteln einen Eindruck davon, welche angeblichen Vermarktungsmethoden für das mittlerweile umstrittene Schmerzmittel Oxycodon ihnen heute vorgeworfen werden. Vorwurf: Einflussnahme auf Ärzte. Purdue soll versucht haben, Ärzte von ihrem Medikament Oxycontin zu überzeugen. Angeblich soll der Konzern hierfür einflussreiche Ärzte bezahlt haben. So schreibt der britische The Guardian im April 2019, Arzt, der von Purdue bezahlt wurde, den Verkauf von Opioiden zu pushen, soll gegen den Arzneimittelhersteller aussagen. Laut CNN sollen angeblich sogenannte Key Opinion Leader, also Meinungsführer, Schmerzmittel in der Öffentlichkeit positiv besetzen. Die Sacklers drängten die Purdue-Mitarbeiter, Taktiken zur Beeinflussung von Ärzten zu verfolgen, die das Unternehmen als Key Opinion Leader ansah, die andere Ärzte dazu ermutigen könnten, größere Mengen an Opioiden zu verschreiben. Vorwurf: große Werbeversprechen. Purdue Pharma preist seine opioidhaltigen Medikamente in Werbefilmen bei Ärzten an. Das Versprechen: ein besseres Leben ohne Schmerz, das Suchtpotenzial kleingeredet. Less than 1% of patients taking opioids actually become addicted. Fragwürdig, angesichts von Millionen Opioidsüchtigen in den USA. Vorwurf: aggressiver Außendienst. Wir verkaufen Hoffnung in einer Flasche. So schwor der Konzern mit internem Schulungsmaterial seinen Außendienst ein, der dann Oxycontin bei Ärzten bewerben sollte. Eine ehemalige Außendienstmitarbeiterin von Purdue erinnert sich. Im September 2019, Interview im US-Sender NBC. I think they knew that they were mismarketing it and they continue to do so anyway because it really was all about
profit. Und wer Erfolg hatte, wurde belohnt. And then your top sellers were rewarded with trips to Bermuda or London in what was called the Toppers Program. Is that correct? Yes. Vorwurf: Einfluss auf Patienten und Schmerzgesellschaften. In Purdue Werbefilmen für Ärzte preisen Patienten mit chronischen Schmerzen Oxycontin als vermeintliches Wundermittel an. Since I've been on this new pain medication, I have not missed one day of work. 14 Jahre später, dieselbe Patientin in einem Interview mit dem Milwaukee Journal Sentinel. I just knew eventually I was, you know, I'd probably kill myself OD taking this medicine. I would never take another Oxycontin. You couldn't get me to take another Oxycontin. Never again. Auf konkrete Nachfragen zu den vorgeworfenen Vermarktungsstrategien antworten die Sacklers nicht. Über einen Sprecher teilt die Familie mit: Als Mitglieder des Vorstands haben wir strenge Richtlinien erlassen, die Purdue zur vollständigen Einhaltung der Gesetze verpflichten. Purdue Pharma ist inzwischen insolvent. Die Sacklers sind immer noch sagenhaft reich. Sie verdienen offenbar weiter mit Medikamenten, auch in Deutschland. Hier kam Oxycodon unter dem Namen Oxygesic auf den Markt über die Unternehmensgruppe Mundi Pharma. Welche Rolle spielten die Sacklers? In internen E-Mails beschreibt der ehemalige Deutschlandchef von Mundi Pharma 1997 ein Gespräch mit Mortimer Sackler. Es geht um Oxycodon und dass das starke Opioid-Schmerzmittel nicht unter die strengen Auflagen des Betäubungsmittelgesetzes fallen soll. Ich habe dieses Konzept mit Dr. Mortimer Sackler besprochen und er meinte, wir sollten es auf jeden Fall versuchen. Auch Richard Sackler gefällt diese Idee. Was lässt uns glauben, dass wir es schaffen? Wie wesentlich würde es Ihren Umsatz verbessern? Die Sache geht nicht auf. Oxygesic darf nur unter den Auflagen des Betäubungsmittelgesetzes verordnet werden. Mundi Pharma teilt auf Nachfrage dazu mit: Als Oxycontin in Europa auf den Markt kam, stellten die Mundi Pharma-Unternehmen von Anfang an sicher, dass das medizinische Fachpersonal informiert war, dass Oxycontin ein starkes Opioid ist. Wir haben eng mit den Regierungsbehörden und wissenschaftlichen Experten zusammengearbeitet. Mundi Pharma befolgt strikt alle gesetzlichen und branchenspezifischen Richtlinien und Vorschriften bei der Zusammenarbeit mit Fachleuten des Gesundheitswesens. Hinter dem Namen Mundi Pharma verbirgt sich ein undurchsichtiges Netz von mehr als 100 Unternehmen in über 40 Ländern. In Deutschland agieren mehrere Mundi Pharma-Firmen, 6 mit Hauptsitz in Frankfurt. Über Treuhänder und Holdings gibt es teils Verbindungen zu den Sacklers. Und Familienmitglieder verdienen offenbar bis heute kräftig mit. Über einen Sprecher teilt die Familie Sackler mit: Kein Mitglied der Sackler-Familien hatte jemals eine operative Rolle bei Mundi Pharma. Wir bekommen von einer unserer Quellen eine VHS-Kassette zugespielt. Ein Relikt aus der analogen Welt der 1990er Jahre. Und sie zeigt, wie das Marketing für Oxycodon für Deutschland anlief. Kollegen, ich habe das ganz besondere Vergnügen, Sie zum ersten Oxycontin-Workshop in Europa zu begrüßen. Ein Mundi Pharma-Workshop in einem Alpenhotel bei Saalfelden, Österreich. Im Jahr vor der Markteinführung von Oxycodon in Deutschland. Das Tape zeigt, US-Experten feiern das angebliche Wundermedikament und schwören ihre deutschen Kollegen ein. We've heard all about the wonders of Oxycontin. It's a slow-release preparation of a drug that we have a lot of experience with. Es spricht auch der US-Schmerzspezialist Neil Eirick. Der Arzt trat regelmäßig als Sprecher bei Events der Sackler-Firma Purdue Pharma auf. What we have to do is we all have to be in pain at some time to be able to appreciate what our patients go through. Der Workshop bietet exklusive Atmosphäre. Abseits der Vorträge, Sport und Wanderungen. Bei Alpenromantik.
Ein Jahr später kommt Oxycodon auf den deutschen Markt. Gesteuert aus der damaligen Firmenzentrale in Limburg. Oxycodon wird zum Kassenschlager. Und Mundipharma kann seine Gewinne verdreifachen. Mundipharma bestreitet auf Anfrage jeden Einfluss des US-Sackler-Konzerns. Die Mundipharma-Unternehmen haben unabhängig von Purdue US agiert und ihre eigenen Geschäftsstrategien festgelegt. Nach langer Recherche finden wir eine Insiderin, die offen reden will. Sie bildete jahrelang den Außendienst des Konzerns aus, konnte hinter die Kulissen blicken. Wo sie wohnt, sollen wir nicht zeigen. Von 1991 bis 2005 arbeitete sie in der Zentrale in Limburg bei Mundipharma. Wir zeigen ihr interne Dokumente aus US-Gerichtsverfahren gegen Purdue Pharma, die uns während unserer Recherche zugespielt wurden. Cash is king. Be an example of transparency, values, efficiency and ethics. Ja, das wäre so schön gewesen. Cash is king. So steht es in den Finanzleitlinien der amerikanischen Sackler-Firma Purdue Pharma. Doch wie nah waren die Sacklers am operativen Geschäft in Deutschland? Es gab dann bei Mundipharma noch das sogenannte Sackler-Büro. Und dieses Büro, das war tabu, da durfte keiner rein. Das war nur für die Sacklers, wenn die mal zu Besuch kamen. Wir haben auch noch dieses Dokument gefunden. Das ist halt eine direkte Korrespondenz von Richard Sackler an Mundipharma-Geschäftsführung. Oh ja, Harry Kletzko, das war mein damaliger Vorgesetzter. Ach, wirklich? Ja, der war... gehörte zur Geschäftsleitung. Dementsprechend war der natürlich in solche Dinge einbezogen. Und da haben die eine ganz klare Kante, also da gab es ganz klare Vorgaben. Ne? In dieser Mail von 1997 fordert Richard Sackler von der Mundipharma Geschäftsführung in Deutschland eine Umsatzprognose. Schicke bitte eine 5-Jahres-Umsatzprognose. Die Umsatzprognose soll Harry Kletzko liefern, damals Marketing- und Vertriebschef bei Mundipharma. Wir zeigen unserer Insiderin das Videotape von 1997 aus Saalfelden in Österreich. Sie war damals mit dabei. Das ist Harry Kletzko, der mit dem gelben Hemd. Oh, das bin ich. Das waren Sie gerade. Das war ich gerade, ja. Es sei darum gegangen, das Team für die deutsche Markteinführung einzuschwören. Sie erinnert sich gut an Saalfelden. Wissenschaftler aus den USA seien vor Ort gewesen, sogar einer der Erfinder von Oxycontin und Purdue-Mitarbeiter Robert Keiko. Das waren also auch Leute, die was darstellten und die als renommierte Ärzte und Wissenschaftler galten. Man hat natürlich also auch eigentlich weitgehend dem vertraut, was sie dann da erzählt haben. Ne? Ja, also ich hab auch, als Ärztin habe sie eine besondere Rolle im Marketing wahrgenommen, erzählt sie. Sie habe Außendienstmitarbeiter geschult. Besonders wichtig, die persönlichen Kontakte zu Ärzten. Ist natürlich klar, wenn ich jemanden dann gut kennengelernt habe, mit dem also einen netten Abend verbracht habe, da lasse ich dann eher mal, den lasse ich eher mal durchstellen. Und es war auch so, dass zu dieser Zeit auch allgemein üblich war, dass man sehr viel mehr an Incentives und an hatte für die Ärzte, dass man sie eingeladen hat, dass man Kosten an Kongressen für sie bezahlt hat und dass man mit denen essen ging und dies und jenes. Auch bei der deutschen Mundipharma habe es finanzielle Anreize für Außendienstmitarbeiter gegeben. Was man jetzt auch wissen muss, dass natürlich die Pharma-Referenten dann auch für ihre Tätigkeit, der kriegt ein Grundgehalt, aber es gab auch immer Prämien eben für diejenigen, die besonders gut gearbeitet hatten. Auf Nachfrage betont Mundipharma, die Firma habe immer unabhängig vom US-Konzern Purdue gearbeitet. Außerdem heißt es, Mundipharma hat weder Ärzte noch Akademiker dafür bezahlt, die Verwendung von Opioiden bei chronischen Nichtkrebsschmerzen zu promoten. Wir stellen sicher, dass unsere Vergütungspraktiken mit allen relevanten Gesetzen, Branchenrichtlinien und Benchmarks in den Märkten, in denen wir tätig sind, übereinstimmen. Die ehemalige Mitarbeiterin hinterfragt ihre Arbeit bei Mundipharma. Die Opioidkrise in den USA habe sie zum Nachdenken gebracht.
ich frage mich auch, ob ich heute da nicht noch mal deutlich kritischer wäre, weil ich das heute noch mehr hinterfragen würde mit meinen Erfahrungen von heute. Und Ihr früherer Chef, Harry Kletzko? Er lehnt ein Interview ab und lässt unsere Nachfragen unbeantwortet. Zurück nach Bayern. Auf die Suchtstation von Professor Bönsch. Wir treffen zwei Menschen, die unter starken chronischen Schmerzen leiden und auf Besserung durch Oxycodon hofften. Und einen jungen Patienten, der nach einem Fahrradunfall Opioide verschrieben bekam und inzwischen ebenfalls abhängig von Oxycodon ist. Payne, Anfang 20. Ist dead inside, innerlich tot. Und, ja, wir haben seinen Namen auf seinen Wunsch hin geändert. Er war Bäckergeselle und fuhr jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit. Also eines Tages bin ich zurückgefahren und dann bin ich hingefallen. Aber was genau hattest du? Hast du ein Bein gebrochen? Nee, ich hatte nichts gebrochen. Also das waren einfach nur Schmerzen, die da waren. Vera, 58. Seit Jahren leidet sie unter chronischen Schmerzen und kaum Besserung. Also das war vor circa 5 Jahren, weil da habe ich sehr starke Hüftprobleme und Rückenprobleme gehabt. Und also es war so schlimm, ich konnte einfach nicht mehr raus aus dem Bett. Und dann wurde mir das Opiat Oxycodon verschrieben. Matthias, 61 Jahre alt. Er arbeitete als Logistiker. Vor 20 Jahren hatte er einen Bandscheibenvorfall. Er nahm das Schmerzmittel Oxycodon und wurde abhängig. Mir wurde nur gesagt, dass es magenschonend ist. Und Abhängigkeit oder so, was da noch für Nebenwirkungen sind, ist ihnen eigentlich nicht gesprochen worden damals. Und ich kannte das halt immer von Ärzten, dass man gar nicht wirklich nachgefragt hat. So. Also ich wusste wirklich nicht, was das ist. Mein Arzt wusste auch nicht mehr hin und her. Und dann bin ich aber meistens schon hingegangen und habe gesagt, Herr Doktor, ich brauche mehr. Nicht, weil die Schmerzen mehr geworden sind, sondern weil ich die Sucht entwickelt hatte. Und dann hat er gemeint, oh, ich glaube, Sie sind abhängig davon, nicht so wie abhängig. Abhängig von Opioiden, die eigentlich ihren Schmerz heilen sollten. Für alle drei ein Schock. Ich bin morgens um 5 Uhr schon aufgewacht und habe schon das im Kopf gehabt. Jetzt muss ich schon wieder Oxycodon einwerfen, so ungefähr. Und das war natürlich zu viel. Ich habe gemerkt, jetzt bin ich abhängig und ich muss jetzt wieder aus dem Teufelskreis rauskommen. Das ist halt so der Wunsch, halt, dass es einem einfach besser geht, dass man das schafft, rauszukommen aus diesem Teufelskreis. Wie oft denken Sie noch an Oxycodon? Ja, ich denke schon fast täglich noch an Oxycodon, wenn die Schmerzen sehr, sehr stark sind. Matthias, Payne und Vera. Ihre Krankheitsgeschichten sind so unterschiedlich wie ihre Lebensumstände. Eins aber haben sie gemein. Um ihre Schmerzen zu bekämpfen, setzten sie ihre Hoffnung in opioidhaltige Medikamente und wurden abhängig. Eine neue internationale Auswertung zahlreicher Studien kommt zu dem Ergebnis, jeder Dritte, der mit Opioiden behandelt wird, zeigt Abhängigkeitssymptome. Wenn du mehr über die Geschäfte der Familie Seckler in den USA und Deutschland erfahren möchtest, schau dir unsere Frontal-Doku in der ZDF-Mediathek an. Mehr über Opioide wie Codein, Tilidin und Fentanyl findest du hier in einem weiteren Video von uns.